Wir befinden uns hier am Schweinchenbau, der direkt an der Leopoldstraße liegt, mit Mensa, Studentenwerk München und der Studierendenvertretung. Der Schweinchenbau liegt auch direkt bei der U-Bahn-Haltestelle Gisela Straße. Hallo zusammen, wir stellen euch heute ein weiteres Gebäude der LMU vor. Ich bin die Merve. Und ich bin die Milena. Wir stehen hier in der Leopoldstraße 13, auch besser bekannt als der Schweinchenbau. Der Name kommt, wie ihr euch vermutlich schon denken könnt, von der rosa Farbe. Der Schweinchenbau hat drei Häuser, die jeweils mit Durchgängen verbunden sind. Hier finden viele Veranstaltungen der Pädagogik und Psychologie statt. Zum Beispiel eure Begleitseminare für allgemeine Pädagogik und Schulpädagogik. Die finden alle in Haus 1 statt. Die Raumnummern bestehen aus 4 Ziffern. Die erste steht für das Haus, das zweite für das Stockwerk und die dritte und vierte Ziffer steht für das Zimmer. Beispielsweise liegt der Raum 1503 im ersten Haus, im fünften Stock, das dritte Zimmer. In Haus 3 gibt es wie im Hauptgebäude Kopierer, Drucker und Scanner, wo die Bedienung gleich ist. Und hier unten geht's zur U-Bahn. Wir befinden uns jetzt in Haus 2 des Schweinchenbaus. Direkt am Eingang ist die Pforte, daneben die Briefkästen der Professoren und hinter mir findet ihr den Unishop, wo ihr coole Souvenirs und Kleidung kaufen konntet. In dieser Richtung sind die Aufzüge und Treppen, direkt daneben die Toilette. Die Toiletten sind auch in den anderen Stockwerken, direkt neben der Treppe. Jetzt gehen wir in die Zeitungslesehalle. Wir befinden uns jetzt in der Zeitungslesehalle. Diese ist in Haus 1. Drumherum sind die allseits beliebten Seminarräume der Pädagogik. Was Pädagogen noch mehr lieben, sind Gruppenarbeiten. Diese könnt ihr hier zusammen machen oder allein einfach Zeitung lesen. Wenn wir hier rausgehen, kommen wir zur Bibliothek für Pädagogik und Psychologie. Dort gibt es auch zahlreiche Plätze zum Lernen. Jedoch ist der Zutritt nur für Studierende der Fakultät 11 erlaubt. Beim Eingang musst du deinen Studierendenausweis abgeben und bekommst ihn beim Rausgehen wieder zurück. Momentan muss man Plätze vorher online reservieren. Wir befinden uns hier vor der zentralen Lehrbuchsammlung, wo ihr unter anderem Bücher der Fakultäten Geo, Informatik, Jura oder auch zu den Geisteswissenschaften etwas findet, also auch Pädagogik und Psychologie. Ihr müsst dabei die Bücher nicht vorher reservieren, ihr könnt sie einfach ausleihen. Allerdings solltet ihr vorher einen Platz buchen, da die Sitzplätze hier sehr begrenzt sind. Zudem solltet ihr auch eure Sachen hier in die vorgesehenen Schließfächer einschließen, weil ihr nur so dann in die Bib rein dürft. Wir befinden uns hier vor dem Mensa-Gebäude. Hier könnt ihr täglich aus mindestens 4 verschiedenen Gerichten wählen. Nachtisch, Hauptspeisen und natürlich auch Salate und Beilagen gibt es. Und auch vegane und vegetarische Gerichte. Über 4 verschiedene Aufgänge erreicht ihr oben die Mensa. Unten befindet sich ein Infopoint, die Kindertagesbetreuung und ein weiteres Café, wo ihr auch in den Zwischenzeiten Kaffee und Snacks erwerben könnt. Zudem ist die LMU-Card hier ganz wichtig, denn nur mit der könnt ihr euch natürlich auch euer Essen kaufen. Die könnt ihr hier aufladen und die ist auch ganz wichtig an vielen anderen Standorten der LMU. Aufgrund von Corona läuft es hier allerdings zurzeit etwas anders. Ihr müsst euch oben das Essen holen und unten essen. Hinter mir seht ihr das Studentenwerk. Dies berät euch zum Beispiel über Themen wie BAföG, Wohnheime oder bei besonderen Anliegen wie zum Beispiel Studieren mit Kind oder Studieren mit Behinderung. Allerdings steht dir das Studentenwerk auch bei psychischen Problemen und Geldnot zur Seite. Bei fachlichen Fragen wendest du dich am besten an die Studienfachberatung. Wenn du jetzt hier reingehst, nach drüben, dann findest du dort
die Stufe, die Studierendenvertretung. Da kannst du natürlich gerne einmal vorbeischauen. Und was die Stufe genau ist und was sie macht, das erklären wir dir in einem anderen Video. Das Video findet ihr oben in der Infocard oder unten in der Videobeschreibung. Jetzt habt ihr den Schweinchenbau etwas näher kennengelernt. Das war's mit dieser Folge. Wir hoffen, euch hat sie gefallen. Wir wünschen euch natürlich einen schönen Semesterstart. Und falls ihr doch mehrere Videos bezüglich der verschiedenen Gebäude oder Räume der LMU sehen wollt, tut dies doch bei unserer digitalen Uniführung. Die Videos dazu findet ihr entweder in der Playlist oder unten in der Liste der Videobeschreibung. Wenn ihr noch mehr über die Gebäude oder die Räume erfahren wollt, dann könnt ihr das auch gern im LMU Raumfinder tun. Den könnt ihr euch entweder downloaden als App oder ihr googelt ihn online. Tschüss!